Ja, hallo und herzlich willkommen zurück im Jahr 1943 hier in Tunesien, in Nordafrika. Wir hatten einen bisschen bescheideneren Erfolg, als ich mir das tatsächlich erhofft habe. Ich werde hier gleich mal Next Turn drücken und wir gucken mal, was passiert. Okay, das ist die historische Vorgabe, das heißt, die Amerikaner ziehen sich jetzt zurück. Das glaube ich allerdings nicht, dass die das sofort machen werden. Und hier stoßen Panzerkräfte aus Richtung Sidi Bou Zid nach Post-Lessouda hoch. Das ist auch unser Ziel. Jetzt haben wir hier Geräusche. Da schauen wir gerade mal zu, was hier passiert. Die graben sich ein. Okay. Das ist immer ganz wichtig, da zuzugucken, weil man da die verschiedensten Dinge erfährt über die Einheiten. Zum Beispiel jetzt hier, dass die ermüdet sind. Gut, dass die sich eingraben. Das sieht man hier, ne, an den Halbkreisen hier. Aber eben solche Sachen sind schon wichtig. Okay. Dumm-di-dumm-di-dumm. So. Wir werden jetzt mal hier mit unserem Recon Platoon, jetzt gucke ich nochmal, die Bewegung, wir kommen sogar ein bisschen weiter. Das ist das Bataillonskommando, okay. So. Ja, die bleiben auf jeden Fall zusammen hier. So, das Bataillonskommando. Was haben wir hier? Mach mal die Order of Battle an, dass wir sehen, wer hier zusammengehört. Ich werde mal. Wie weit? Naja, die sind doch alle recht mobil. Hier, Regimentskommando. Das sind natürlich wichtige Einheiten hier, die sehr fragil sind und gleichzeitig auch sehr wichtig sind für uns. Jetzt ist die Frage, was ist hier alles drin? Das sind die Panzer 2. Kommen die? Ah, okay, die kommen auch noch bis dahin. Okay, das machen wir aber schon mal. Und zwar so. Und was machen wir denn jetzt hier mit dem Hauptquartier? Wenn wir die bis dahin fahren lassen, beziehungsweise bis dahin. Und das ist ja auch extrem wichtig, hier die Reparaturcrew. Ich fahre dich dahin. Dann haben wir ja hier noch. Bin mir ein wenig unsicher. Ich habe irgendwie Angst, dass die mir hier in die Flanke fallen. Ich habe euch auch noch, aber ihr seid echt auch ganz schön lahm. Ich bin mir auch noch nicht so sicher, was passiert, wenn ich mit den Truppen hier dann hier oben hin nachziehe. Auf der anderen Seite, ich glaube nicht, dass die jetzt von hier einen tiefen Vorstoß wagen würden. Könnte natürlich auch hier, habe ich ja auch noch jede Menge Kräfte. Dazu kommt jetzt, müssen wir eigentlich hier, genau. Aber darum kümmern wir uns gleich. Ich mache das jetzt einfach mal. No risk, no fun. So.
Das ist unser Bataillonskommando. Das ist unser Hauptquartier. Was haben wir da? Schon sehr gefährlich. So, wie weit könnt ihr? Dann geht's ja auch. Wir haben ja die noch. Ist ja alles siebtes Regiment, ne? Und ihr seid aber nicht mein siebtes Regiment. Ziehe ich die jetzt hier hin oder ziehe ich die da hin? Die da hin. Ich glaube, das ist einfach sicherer. So kommen die hier schlecht ran, hier an meine Hauptquartier und Versorgungseinheiten und so. Okay. So, was sagt der Plan? Hier sollen wir jetzt einen Linksschwenk machen. Das machen wir auch, allerdings mit den Einheiten hier. So, was haben wir denn hier? Die 9. Panzerkompanie mit Panzer 4, Ausführung F, hervorragend. Wir haben schon die große Kanone drauf. Das ist eigentlich echt. Das ist ganz gut. So, und was bist du? Fünfte Kompanie. Neunte, fünftes Panzerregiment. Das müsste ja auch fünftes, 114. Panzergrenadierregiment. Okay. Ja, die gehören zusammen hier. Was seid ihr alles? Okay. Good move, ja. On the way. Okay, die kommen noch. Das heißt, wir haben hier. Okay. Heavy, ja. Naja. Also. Und du hier, was kannst du alles? Waiting. Ist aber irgendwie ausgedauert oder was? Hm. Weiß nicht, ob die jetzt mitkommen, da die beiden, bin ich mir jetzt unsicher. Angst, die jetzt irgendwie hier an die Ecke zu ziehen und dann kommen die mir vielleicht von da irgendwie blöd. Da fehlt ja auch noch die Hälfte. Ich lasse die erstmal. So, ne? Also ich warte erstmal, bis die komplett sind. Und da kommt schon die ganze Kompanie, oder? Ich hoffe doch einfach mal. Ja. Da kommt die ganze Kompanie. Wunderbar. So. Und zwar fahren wir jetzt. Was ist denn? Können wir eigentlich hier? Nee. Wenn ich jetzt so mache und so mache, das geht nicht, okay. Ah, okay.
Also die müssen wirklich bei Infanterieangriffen, das muss wirklich hier direkt angrenzen, ne? Aber ich kann hier reinmarschieren. So, Ambush. Und dann ist ja hoffentlich der hier auch mit drin. Also ich vermute mal, das wird jetzt so werden. Also ich hoffe mal, dass wir die Einheiten, die hier sind, so ausschalten können. Dass man auch gar nichts so weiß über den Feind, ne? Das macht es echt, macht Entscheidungen da dann doch recht schwierig. Hier kann man natürlich nicht angreifen. Okay. Das wird unsere Bewegung hier. Das ist jetzt zwar jetzt nicht so, wie der Pfeil ist, aber die Stoßrichtung wird dann so werden. Oder wär das jetzt irgendwie cooler gewesen? Ich wäre hier irgendwie hoch. Ja, wir schauen mal. Okay, jetzt unsere schwere Abteilung. So, das machen wir wieder an. Der ist hier mit den Panzergrenadieren unterwegs. Ist die Frage, ob ich jetzt kurz mit denen hier so reinstoße, um die Truppen, die eventuell hier sind, zu vernichten. Das bedeutet aber, was ist das denn hier? Das ist der vierte Zug. Ah, die anderen beiden sind da hinten, oder was? Okay. Also die werden sich auf jeden Fall mal hierhin bewegen. Warum kann ich denn jetzt hier nicht hinfahren? Das ist alles nicht so einfach. Das Problem ist, man weiß auch nicht, was zuerst ausgefochten wird, ne? Also das wird randommäßig wird das bestimmt, ja? Also ich bin natürlich auch am Überlegen, jetzt irgendwie hier oder da hier anzugreifen. Aber wenn die mir ja dann so einen Gegenschlag machen, was sowieso passieren kann, die sind da eigentlich ganz schön gefährlich, ne? Wenn ich natürlich erst das hier ausfechten könnte, wäre super. Dann wären hier die Einheiten extrem geschwächt. Warum kann ich denn hier nicht hin? Wir denn hier noch? Ich müsste die auch mal nachrücken hier, die Truppen. Und zu wem gehörst du? Zu den beiden. Dann können wir auf jeden Fall. Na, das ist jetzt. Ah doch, wir können so machen hier. So, dann bewegen die sich auch ein bisschen. Okay. Oh, super. Okay, dann haben wir hier noch einen Mörserzug. Wir waren mit denen hier zusammen. Bitte, das waren die ganzen Off-Map-Einheiten. Ja.
Aber hier kann ich jetzt hier reinfahren. Das konnte ich mit denen eben nicht, oder was? So, dass sie hier eine blaue Verbindung haben, ne? Das ist, glaube ich, wichtig. Okay, also ich werde hier jetzt auch noch einen Schlag führen. Und dann müssen die halt kehrt machen. Das ist aber auch, oder? Oder ich ignoriere diesen roten Fleck hier. Aber dann, es kann halt sein, dass die mir dann hier reinfahren, ne? Das ist irgendwie nicht so cool. Da konnte ich jetzt so reinmarschieren, ne? Mit den Panzern konnte ich das eben nicht. Sind ja Unterstützungseinheiten, mit denen kann man gar keine Angriffe führen. Und hier könnte ich jetzt nur mit zwei Einheiten angreifen kann ich auch nicht. Ich bin überlegen, ob ich die drei Einheiten hier reinziehe. Obwohl ich könnte auch mit denen. Was haben die denn für Waffen hier dabei? 5 cm Pack. Okay. Hier. Naja, das ist ja diese crappige 2,8. Also die wollen wir nicht. Also wenn. So. Stopp. Oh nein. Jetzt habe ich die getauscht. Ah, ich habe rechts geklickt, weil ich an die Info ran wollte und ja, jetzt hat er mir die Einheit bewegt. Okay, damit sind die Würfel jetzt gefallen. Die rücken hier vor und zwar gehen die dann, so also vorsichtig, dass dann nicht nochmal was schief geht. Mit der 5 cm Pack, wie viel haben die hier? Auch 3 5 cm Pack. Und die? Ah, die nehmen wir. So. Da ist auch dieser Sektor hier relativ wehrhaft. Ja. Ich würde sagen, die Befehle sind gestellt. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Könnten halt hier diesen Sektor. Ah, nee, aber das ist ja das. Nee. So. Dann müssen die dann halt nach diesem Gefecht hier kehrt machen. Ich muss dann irgendwie noch hier diese Seite absichern, weil ich vermute mal, dass auch hier dann. Was sagt denn die Karte? Ja, das sagen zwar Richtung Postlezuda, aber ich kann mir vorstellen, dass. Also da kann auch jederzeit irgendwie irgendwas kommen. Deswegen werden wir mal anfangen. Ich mache hier nochmal die Order of Battle an. 8. schwere Kompanie ist das. Die 8. schwere Kompanie. Und die 8. schwere Kompanie, die marschiert jetzt mal einmal hier hin und einmal dahin, dass die sich mal ein bisschen vorwärts bewegen. Okay, ich würde sagen, roll the dice, es geht los. Next turn. Schauen wir mal. Okay, die ziehen sich zurück. Okay. Und wir haben hier unser
Erstes Gefecht, ihr Lieben. Wir machen hier jetzt trotzdem einen Schnitt und das Gefecht gibt's in der nächsten Folge zu sehen. Lasst mir ein Like da, wenn euch dieses kleine Video gefallen hat. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr das nicht schon längst getan habt. Ich bin der Basti, getan hat, sorry. Ich bin der Basti und ich bin hier raus. Ciao, ciao.